Willkommen. Aua, willkommen zurück bei Golden Sun 2. Wir sind im Mars. Ameisenlarve. Warum Ameisenlarve? Ist ja voll eklig, ne? Okay. Konnte man eigentlich mit Enthüllung sehen? Gucken wir erstmal auf die andere Seite. Oder hoch. Ah ja, der ist eigentlich vor Raptor. Ich habe gestern das erste Mal. Also, das heißt gestern eigentlich mehr oder weniger heute Nacht. Bis halb zwei so. Ich einfach verbesserlich angeguckt. Und bin nicht eingeschlafen. Und jetzt, wo ich gerade Raptor lese, muss ich sofort an Vector denken. Warum? Warum ist die erste Schatztruhe eigentlich immer eine Mimik? Das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Komm, stirb. Du findest Keks. Lecker, ich mag Kekse. Hip-Hip-Hip Maximum. Ich wäre das doch was. Du brauchst die. Mehr als die anderen. Oh. Übrigens ist ja Felix verflucht. Wegen dem Schwert. Das bedeutet, glaube ich, nur, dass er keine andere Waffe tragen kann, aber ich will ihm jetzt auch gar keine andere Waffe geben. Deswegen ist es mehr oder minder egal. Wenn du nicht der Träger des Sterns bist, soll dir der Himmel versagt bleiben. Hinfort mit dir. Ja, chill mal. Geh ich halt wieder. Bitte? Unfreundlicher Klotz. Na gut. Finden wir mal raus, was es mit den Dingern auf sich hat. Brand war es ja schon mal nicht. Vielleicht echt drehen? Mit Zyklon vielleicht?
noch einen Wasserspeier. Das kann doch gar nicht sein. Ich will es eigentlich drehen. Will ich vielleicht springen? Tja. Luftkissen wird es ja wohl auch nicht sein. Dürre ist das einzige, was ich habe. Da habe ich wieder irgendwas übersehen. Ja, die Marskugel vielleicht. Kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen. Ich hänge im ersten Raum. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch furchtbar. Warum kann ich die denn nicht schmelzen mit Brand? Mein Schmusis. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass ich Spiele mag, bei denen man in so Dungeons gegen Ameisenlarven oder sowas kämpft und dann am Ende gegen einen riesen Ameisen. Über diese Krone. Ich level haben eigentlich alle gerade. Gut, gut. Hammer! Ein einziger Schaft ragt aus dem Boden hervor.
schafft. Kann ich das zertrümmern? Das Eis da unten einen Riss. Vielleicht können wir das dann mörsern. Ach, was willst du? Feuervogel Eis. Und natürlich auch sein Kumpel Feuervogel 2. Was? Das geht nicht. Das dauert nicht. Bam, 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 bam. So. Hammer. Jeder, der hier noch keinen Hammer hat? Ich verstehe sowas immer nicht, aber egal. Ich sollte mal versuchen, mich klarer auszudrücken. Nein, Raptor. Wir können uns mal zwischendurch heilen. Yeah. Und Mörser. Pulverisiert große Objekte. Nee, dann Explosion. Ich gehe am Strand. Tü-tü-tü-tü. Es gibt ein links und ein ganz viel weiter links. Wartet mal. Achso, da konnte ich mich nicht bewegen. Verstehe. Habe ich jetzt ein kleines Problem. Oh. Na gut. Ach so, aha. Das ist ja interessant. Aber ich muss da lang, wo das Feuer ist. Okay. Dann muss ich mir wohl was einfallen lassen. Was ist denn das Ding eigentlich? Also hier war ja nichts, ne? Ach, was wollt ihr denn? Ich werde alle Gegner besiegen, die mir jetzt noch begegnen, weil ich glaube, wir sind schon ziemlich fortgeschritten. Ich meine, es gibt 4 Leuchttürme, das hier ist der 4. Deswegen... Ja. Oh cool. Ein
Hast du mehr noch Klasse 2? Ne, schade. Das sah natürlich so stark aus. Gut. Oh. Ich weiß, dass ich die auch schieben könnte, aber ich habe zu viel Angst vor dem Feuer. Wenn ich jetzt hier stehe, dann kann ich mich dann immer hinter der Statue verstecken und alles ist okay. Keine schöne Aufgabe. Steht die da jetzt noch? Wenn ich das jetzt wieder rumschieben muss, heule ich. Och nö! Was für eine undankbare Aufgabe! Wow, wow, wow! Oh Mann! Nee, ich brauche die Schallstatue. Ich muss das einfach so machen wie gerade eben. Diese komischen Rayquaza-Statuen hier. Und jetzt gehe ich einen Schritt zu weit und gehe aus Versehen in sein Feuer. Bam, bam. Ah, schön. Wir sehen uns im nächsten Part. Oh Gott, Schieberätsel. Ciao!